I'm gonna make you an offer you can't refuse. A hot proposition where you can't lose. Since you're muscled in on my bulletproof heart, what a gangland war you started. I thought that I was taking you for a ride, but boom, oh, you got me, Bonnie, riding the Clyde. So give me half your action, I'll wind up in traction, or in a sea of cement shoes. Baby, that's my offer, my final offer. That's an offer that you can't refuse. I'll cut your heart out. That's an offer that you can't refuse. Dieser Banküberfall war ja ein reines Kinderspiel. Ja. Wir müssen die Bullen abschütteln. Biege nach rechts ein und Tempo. Na, Chef, war das schnell genug? Ja, mein Magen saust anscheinend auch jetzt noch die Hauptstraße runter. Warum bremst du denn so plötzlich? Chef, weil eine Sperrstraße da vorne ist. Das ist eine Straßensperre, du blöder Kerl. Schnell, fahr in das Maisfeld. Halte hier an und komm mit. Yes, es ist ein Flugzeug. Ich halte es hier auf dieser verlassenen Startbahn versteckt. Das ist wirklich schlau, Boss. Und wer ist der Pilot? Das bist du. Aber ich kann ja gar nicht fliegen. Hör zu, Dummkopf. Entweder fliegst du mit Pilotenflügeln oder mit Engelsflügeln. Du hast die Wahl. Fertig zum Start, Sir. Oh, oh. Was ist denn los? Keine der Uhren geht richtig. Ich weiß nicht, ob ich nach Tages- oder nach Sommerzeit fliege. Nun flieg endlich, oder sonst. Vielleicht bringt dieser Knopf hier das Ding in Gang. Du hast den Rückwärtsgang eingeschaltet, Dummkopf. Hey, Sie haben recht. Ich bring das in Ordnung. Warte auf mich, du Eierkopf! Hey, Chef. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man die Kiste fliegt. Weißt du, ich würde an deiner Stelle was unternehmen. Ich werde es versuchen. Ich drück mal hier drauf. Wie finden Sie das, Chef? Wenn ich so weitermache, wird das mir vielleicht doch ein Fliegerass. Ich wäre froh, wenn du es schon jetzt wärst. Höre mit den Kunststücken auf und fliege in Richtung Bahamas. Und in welcher Richtung liegen die Bananas? Richtung Ozean, Pilotengenie. In welcher Richtung liegt aber der Ozean? Du brauchst nur der Ente hinterher zu fliegen. Ich fliege, mein Kapitän. Ich bin Puck. Fliege mich zu den Bananas. Es ist fast wie im Werbefernsehen, was, Boss? Halt die Schnauze. Haben Sie auch den Sitzgurt festgestellt, Boss? Ja. Nun sehen Sie sich nur diese blöde Ente an, die ganze Zeit auf dem Rücken fliegt. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ich zähle erst mal unsere Beute. Hey, das Geld ist weggeflogen. Ich sammle es wieder ein. Du fliegst ja die Maschine die ganze Zeit über auf dem Rücken, Dummkopf. Tatsächlich? Dann will ich doch lieber einen anderen Knopf versuchen. Ist Ihnen noch nichts geschehen, Boss? Also, Dummkopf, noch so ein Kunststück und du fliegst ohne Maschine weiter. Und nun konzentrier dich voll und ganz auf das Fliegen. Ich sammle inzwischen unsere Beute wieder ein. Hast du verstanden? Jawohl, Chef. Mann, es ist ja wohl besser, wenn ich jetzt eine rechte Gerade fliege. So, das sind jetzt wohl alle Scheine. Oh, da ist ja noch einer. Anscheinend ist er eingeklemmt. Flieg, flieg, flieg ganz allein und träume davon, ein Vogel zu sein. Oh, hallo, Boss. Endlich sind Sie wieder mal zu Späßen aufgelegt, wie? Ich weiß nicht, was Sie mir sagen wollen. Sprechen Sie bitte etwas lauter, ich kann Sie nicht verstehen. Oh, jetzt verstehe ich Sie. 10-4. Was wollten Sie da draußen zu mir sagen, Boss? Halt die Schnauze. Jawohl, Boss. Wir scheinen jetzt in eine Nebelbank hineinzufliegen. Dann schalte lieber den Autopiloten ein.
Was ist das? Er ersetzt den Piloten, dann fliegt die Maschine von selbst. Ich schalte ihn ein, Chef. Der Nebel ist jetzt so dick, dass ich keinen Meter weit sehe. Versuche, ob die Scheibenwischer etwas helfen. Oh ja! Hey, ich sehe vor uns so merkwürdige Vögel. Das sind Fische, Dummkopf. Wir fliegen unter Wasser. Schnell, bring uns wieder nach oben. Hast du eine Idee, wie wir das Wasser wieder rauskriegen? Einfach. Wir öffnen die Klappen zum Bombenabwurfschacht. Hey, Boss! Warten Sie! Fliegen Sie nicht ohne mich! Wir öffnen von innen einen Fallschirm! Zieh an der kurzen Leine, an der unten ein kleiner Ring ist. Ich verstehe nicht, warum muss es immer so enden? Ach, wissen Sie, Boss, dieser Autopilot funktioniert ganz ausgezeichnet. Die Maschine fliegt da oben immer noch um. Ja, und unsere Beute aus der Bank fliegt mit, Dummkopf. Ha 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 ha